Hallöchen zusammen, ich bin's, eure Birte, und heute werden wir ganz viele tolle Sachen in Minecraft bauen. Viel Spaß! Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Minecraft. Hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Erst einmal muss ich fragen, hey Birdo, alles okay bei dir? Ja, ich bin nur kurz ins Wasser gefallen, aber alles halb so wild. Okay, das ist gut und das ist wichtig, dass es dir gut geht. Ja, meine Lieben, heute habe ich wieder drei tolle Kunstwerke, beziehungsweise eigentlich vier, aber dazu später mehr, die ich heute für euch nachbauen werde. Nicht nur irgendwelche Bilder, sondern richtig tolle Bilder von der Katzen-Community. Und das erste werde ich hier bauen, direkt hinter dem Spielplatz. Also Birdo, kannst du uns mal zeigen, was wir als erstes bauen? Aber klar doch! Das erste Bild habe ich von der lieben Rachel bekommen. Liebe Rachel, vielen Dank. Sie hat uns einen roten Tausendfüßler gezeichnet und gemalt, den ich hier jetzt in Minecraft nachbauen darf. Du hast es wirklich, wirklich toll gemacht. Das gefällt mir echt gut. Ich hoffe, ich krieg das genauso gut hin wie du. Also, dann würde ich sagen, auf die Klötzchen, fertig, los. Und meine Lieben, niemals vergessen, wenn ihr ein Minecraft-Video schaut. Ich hoffe, ihr habt alle Stift und Papier dabei, alles vorbereitet, vielleicht noch Wasser oder einen leckeren Saft und dazu noch eine Paprika, eine Karotte, eine Gurke, Banane oder einen Apfel, könnt nebenbei immer ein bisschen naschen und essen und dabei das Video anschauen und nachzeichnen oder nachbauen. So, und außerdem kommt hier noch der Hinweis, wenn euch Minecraft gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder, denn so verpasst ihr keine spannenden, lustigen und lehrreichen Abenteuer mehr. Hey, was bist du denn für ein süßes Häschen? Na, das passt ja gut, jetzt kurz vor Ostern. Echt toll, das Häschen. Ja, frohe Ostern an alle, die das hier sehen. Zumindest, wenn ihr das Video kurz vor Ostern oder an Ostern schaut. So, wir fangen erst einmal mit den Füßen an. Mit den Füßen von unserem Tausendfüßler. So. Dieser Tausendfüßler hat insgesamt, wenn ich das richtig gezählt habe, 8 Füßchen. So, ansonsten fehlt mir auch ein bisschen Platz. Und ein Tausendfüßler ist natürlich lang und schmal. Deswegen ist er auch nur 3 Blöcke breit. So, und ansonsten ist dieser Tausendfüßler auch ziemlich rot. Ein roter, aber wunderschöner Tausendfüßler. Deswegen so toll, weil Rot meine persönliche Lieblingsfarbe ist. Als ich noch ganz klein war, war Blau meine Lieblingsfarbe. Dann mal mittendrin Orange. Und heute ist es Rot. Ich glaube, das ändert sich bei jedem. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare auf katze.de, falls ihr das Video dort schaut, schreiben, was eure Lieblingsfarbe gerade ist. Vielleicht ist es ja auch rot, vielleicht aber auch rosa oder türkis, blau, grün, gelb, braun, weiß oder schwarz. Es gibt so viele Farben auf dieser Welt. Viele, für die es nicht einmal einen Namen gibt. Glaubt mir. So. Wir füllen diesen Käfer noch so aus. Und das sieht im ersten Schritt schon mal gut aus. Vor allem mit der türkisen Schnauze vorne drauf. Aber wir sind natürlich noch nicht fertig. Denn dieser Tausendfüßler, den wir hier bauen, der hat hinten einen großen Rücken. Und auf diesem Rücken erkennen wir auch rosafarbene Punkte. Auch die möchte ich natürlich nachbauen. So, das sieht ja schon mal ganz gut soweit aus. Und besonders toll und lustig finde ich, dass dieser Tausendfüßler direkt auf dem Spielplatz ist. Ich denke, man kann sicherlich auch mal auf diesem Tausendfüßler reiten. Macht sich also ziemlich gut hier auf dem Spielplatz.
So, der große Rücken fängt ungefähr ab der Mitte von diesem Tausendfüßler an. Und an alle, die das nachbauen oder nachzeichnen, nicht vergessen, in der Mitte beginnt der große Rücken von Rachels Tausendfüßler, von ihrem großen Wurm. Vielleicht ist das auch ein roter Regenwurm. Ich glaube, das weiß Rachel mit Sicherheit am allerbesten. So, wir füllen das hier aus. Perfekt. Das kann weg. Und das kommt hier rein. So. Wie findet ihr das bisher? Ah, ich weiß nicht. Ich glaube sogar, der Rücken muss, wenn ich mir das ganze Bild genauer anschaue, noch ein bisschen größer sein. Sonst ist das nicht ganz so wie auf dem Bild. Und ich möchte das ja so originalgetreu wie möglich gestalten, damit Rachel auch stolz auf mich ist und dass sie sagt, hey Katze, du hast das toll gemacht. So, daher geht das hier gleich mal weiter. Wir bauen das vorsichtig hier zusammen, damit der Rücken auch noch passt. So, wir kriegen das schon hin, damit es am Ende auch echt gut aussieht. Okay. Und hier kommt noch der Stöpsel in der Farbe Türkis. Das ist das Ende des Schweifes oder des Rückens. Und jetzt fehlen eigentlich nur noch die Punkte. Aber ich erweitere noch ein bisschen den Rücken. Denn dieser Rücken wurde von Rachel ziemlich hoch und groß gebaut. Und ich möchte dieser Zeichnung natürlich gerecht werden. Deswegen setze ich mich nochmal dran und zack, baue das hier so gut es geht nach. Okay, gut, kümmern wir uns jetzt um die rosafarbenen Punkte. Auch die müssen natürlich, oder sollten zumindest, so gut es geht sitzen. Alles schön ausfüllen und unten fehlen noch Punkte. Die möchte ich natürlich auch noch nachbauen oder nachzeichnen. So. Genau auf der anderen Seite. Und dann wird so ein Schuh draus. Ich sehe schon. Das sieht wunderbar aus. Uiuiui. Hier müssen natürlich Löcher rein, damit diese Blöcke auch Platz bekommen. Okay. Ich würde sagen, der Wurm sieht doch ziemlich gut aus. Hey Rachel, du hast es echt klasse gemacht. Vielen lieben Dank für deine Zeichnung, für dein Bild. Toll gemalt und eine tolle Idee, ein Tier wie ein Tausendfüßler hier einzubauen für Minecraft. Und Birdo, was sagst du? Ich find's auch toll und wir können auf dem Tausendfüßler reiten. Perfekt für einen Spielplatz. Ja, richtig. Das passt hier wunderbar. Der Spielplatz und der Tausendfüßler. Okay, dann würde ich sagen, es ist Zeit für das berühmte Schild. Das gehört zu jedem Kunstwerk dazu. Also, was schreiben wir drauf? Ihr wisst es ja bestimmt alle auswendig und könnt jetzt bestimmt auch nachsprechen. Entworfen von Katzefreund. So, Katze, Moment. Katzefreund, entworfen von Katzefreund Rachel. Rachel ist ihr Name. Ein toller Name, ein amerikanischer Name. Liebe Rachel, vielen lieben Dank für das tolle, tolle Bild nochmal. Und ich hoffe, ich habe den Tausendfüßler auch gut hinbekommen und du bist stolz auf mich. Und wenn nicht, darfst du mich gerne kritisieren. Wirklich, ich bin da immer offen dafür. Also wahrscheinlich wirst nicht du das tun, sondern deine Mama. Okay, entworfen von Katzefreund Rachel. Super gemacht. So, dann schaue ich mal ganz kurz auf meine Liste. Und oh, wir haben hier noch Bilder von zwei Brüdern oder zwei Freunden. Das weiß ich jetzt leider nicht ganz genau. Ich behaupte aber mal vorsichtig, dass das Brüder sind. So, und zwar haben wir jetzt richtig tolle freie Kunstwerke. Und ich glaube, dieser Platz hier ist perfekt für ein solches Kunstwerk, was ich jetzt vorhabe. Also, was bauen wir als nächstes, Birdo? Ei, ei, schaut mal.
Ja, wir haben ein Bild von Lennox und von Mike bekommen, die mir einmal etwas sehr Kunstvolles gebaut haben. Das Kunstvolle ist von Lennox, das baue ich als erstes. Und Mike hat meinen großen Turm gebaut. Das sieht auch ein bisschen aus wie ein Kran. Ich versuche das jetzt so gut es geht nachzubauen und den Bildern gerecht zu werden. Oder was heißt den Bildern? Den tollen Bauwerken. Gebaut mit Lego bzw. Lego Duplo oder ähnlichen Steinen. Okay, bist du bereit, Birdo? Ei, ei! Okay, dann mal los. Auf die Klötzchen, fertig, los. Wir fangen mit dem Bild von Lennox an. Und das ist ja dieser, ja, diese Kunst, die ich links oben auch wie für euch nochmal eingeblendet habe im Video, damit ihr auch wisst, was ich genaues baue. Das ist ein, das könnte auch ein Gebäude sein oder ein Kunstwerk, auf dem man klettern kann. Also ein kleines Kletterparadies, ein kleiner Kletterpark. Ich glaube, da kann jetzt jeder selbst was reininterpretieren, also selbst entscheiden, was es sein könnte. Aber wie immer weiß nur Lennox die Antwort. Nur Lennox weiß ganz genau, was das sein soll. Für mich persönlich ist das Kunst. Oder auch anders gesagt, sowas wie ein kleines Klettergerüst. Etwas, wo man einfach draufklettern kann und von oben dann herabsehen kann. Ich finde das toll. Ganz, ganz junge Kunst. Sowas ist immer bemerkenswert und ihr wisst ja, das habe ich schon mal in einem Minecraft-Video gesagt, egal wie alt man ist, ich freue mich immer über jedes Bild, denn hinter den Bildern steckt so viel Geschichte drin, was meistens nur die Kinder kennen. Meistens kennen nur die Kinder die genauen Geschichten und wissen, was dieses Bild zu bedeuten hat. Kinder lesen so viel in Bildern und ich denke, dass viele von euch in diesem Kunstwerk noch mehr lesen können als ich. So, schaut mal, ich hoffe, ich habe das jetzt ganz gut nachgebaut. So in etwa müsste das aussehen, wenn ich die Bilder jetzt richtig gedeutet habe. Okay, Lennox, ich hoffe, dein kleines Kunstwerk gefällt dir und ich setze noch ein paar Blöcke dazu, damit ich dir jetzt auch dein Schild widmen kann. Und zwar, wie auch schon vorher für Rachel, schreiben wir drauf, entworfen von, Achtung, entworfen von Katzefreund Lennox. Sehr, sehr toll. Ich bin echt begeistert. Lieber Lennox, ich hoffe, du siehst das Video und freust dich über dieses tolle Kunstwerk. Das ist ja nicht mein Kunstwerk, das ist dein eigenes. Ich habe es nur nachgebaut, aber du bist hier der tolle Künstler von uns. Okay, Birdo. Hey, voll schön. Dankeschön, Lennox. Ja, das stimmt. Echt, echt vielen lieben Dank. Aber sein Bruder oder Freund, aber ich glaube, es ist der Bruder. Sein Bruder Mike hat auch noch was zugesandt. Ach ja, stimmt. Wir haben ja noch etwas. Ganz genau. Und das, was wir jetzt bauen, wird übrigens nicht das letzte Bauwerk sein. Wir haben noch was ganz Besonderes zum Abschluss dieser Folge. Aber bauen wir zuerst einmal auch etwas anderes Besonderes neben den Kunstwerken von Rachel und Lennox, nämlich den hohen Turm, den großen Kran von Mike. Also gut, wir fangen mit der Farbe Schwarz an. Denn die Farbe Schwarz dient hier als Fundament. Ein Fundament ist praktisch der Boden von einem Kunstwerk. Das, man sagt auch, Grundgerüst. So, das geht auch ziemlich weit nach vorne. Ich hoffe, ich kann das so gut es geht hier und originalgetreu nachbauen. Aber ich denke, wir sollten das irgendwie auch noch hinbekommen. So. Einfach alles schön zusammensetzen und der Boden, der steht auf jeden Fall schon mal perfekt, würde ich sagen. Okay, dann mal schön weiter. Schritt für Schritt. So, das muss ich hier noch ein bisschen verbessern, damit das, wie soll ich sagen, auch Hand und Fuß hat. Und wie weit seid ihr eigentlich schon mit eurer Zeichnung, mit eurem Bild? Kommt ihr voran?
wenn ich euch zu schnell baue, nicht vergessen, ihr könnt auch jederzeit das Video kurz stoppen oder zurückspulen, dann könnt ihr das in Ruhe fertig machen. Oder aber, auch ganz wichtig, ihr müsst das natürlich nicht 1:1 nachzeichnen, wie ich das von den Kindern oder wie ich das selber nachbaue, sondern ihr könnt auch gerne etwas dazu erfinden. Also seid kreativ, erweitert die Ideen von den anderen Kindern, in dem Fall von Rachel, von Lennox, aber auch von Mike, um eure eigenen Ideen. So, das ist das gelbe Fundament, das wir hier unten nochmal haben. Und dann geht es auch schon weiter mit der weißen Farbe. Das ist jetzt die nächste Schicht für unseren Kran, für unseren großen Turm. Die fällt in der Zeichnung, oder was heißt Zeichnung, in dem Kunstwerk, in dem Lego-Kunstwerk von Mike etwas flacher aus. Aber ihr wisst ja, in Minecraft gibt es leider keine flachen Steine. Klar, wenn ich alles viermal so groß baue, dann ist ein normaler Block flach genug. Und alles andere dann eben etwas größer, aber ich versuche alles 1:1, zumindest so gut es geht, nachzubauen. Und ich denke, das wird am Ende des Tages trotzdem ganz gut passen. Zumindest hoffe ich das. So, da vorne, das wird das Führerhaus sein. Da sitzt dann der junge Herr drin. Oder die junge Frau, die diesen Kran führt. Und dann können wir auch mit dem Turm weitermachen. Ist ja klar. So. Hier hinten noch. Das müssen wir ein bisschen breiter machen. Dann sieht das auch mit Sicherheit ein bisschen besser aus bei mir. Auf dem Bild sieht es ja wunderbar aus. Aber ich muss das hier natürlich noch ein bisschen verbessern. Damit es auch gut aussieht. Damit Mike auch stolz auf mich ist, ist ja klar. So, dann mal weiter, dann mal weiter. Jetzt kommt die rote Farbe dazu. So, das füllen wir hier schön aus. Und dann kommt die Farbe Orange. So, sehr gut. Und noch eine Schicht, denn die orangene Farbe, die kommt jetzt hier öfters vor. Aber auch die Farbe Gelb wird hier jetzt öfters zum Einsatz kommen. So, Türkis. Türkis ist übrigens eine sehr, sehr schöne Farbe, wie ich finde. Seht ihr das genauso oder ist das nur meine Meinung? So, jetzt ist Gelb an der Reihe. So ähnlich von der Farbe wie auch schon das Führerhaus. Sollte ich aber auch ganz gut hinbekommen. Zumindest sieht es gut aus von den Farben, die ich hier im Einsatz habe. Rot, jetzt kommt wieder Gelb. Gelb allerdings etwas breiter gelegt. So, ey, ich bin so gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Da ich jetzt noch nicht aus der Perspektive sehen kann, wie groß eigentlich das Bauwerk ist. Ich frage mich, ob das Bauwerk am Ende größer sein wird als der Regenbogen von Luis. So. Okay, jetzt kommt die Farbe Schwarz und jetzt sind wir schon fast ganz oben mit unserem tollen Kran. Noch wenige Meter bis zur Spitze, jetzt kommt Türkis. So. Und ich muss sagen, hey, also sagt, was ihr wollt, aber ich denke mal, das sieht ziemlich toll aus. So. So, sagt, was ihr wollt. Ich bin total begeistert. Hier noch etwas Grau und dann sind wir auch schon fast fertig. Rot ist die letzte Farbe und zack, das ist unser Kran. Wow. Hey Mike, das hast du echt toll gemacht. Aber auch du, Lennox. Lennox, Mike, wirklich, ich bin begeistert. Tolle Idee. Hey Tal, ein Führerhaus. Ich steuere jetzt den Kran. Ganz genau, Birdo. Das kannst du jetzt gerne tun, wenn du magst. Aber wir müssen noch etwas ganz Wichtiges tun. Ach ja, stimmt. Genau, jetzt bekommt Mike natürlich noch sein Schild, um das Ganze hier auch offiziell zu machen. Also kurz gesagt, so offiziell,
dass wir auch nochmal ganz genau dazu schreiben, von wem das Kunstwerk ist. Und ich möchte nochmal betonen, es ist nicht von irgendwem, sondern dieses Kunstwerk, das wurde entworfen und gebaut von unserem Katzenfreund namens, ganz genau, Mike. Entworfen von Katzefreund Mike. Sehr, sehr toll. Yay, yay, yay. Selbst Birde freut sich. Hey, Mike, super gemacht. Und ich denke mal, auch alle anderen, die hier zugucken, werden das genauso toll finden wie ich. Denn du hast echt ein Händchen dafür, tolle Sachen zu bauen. Wirklich, vielen lieben Dank für das tolle Kunstwerk. Und auch dir, Lennox. Auch dein Kunstwerk finde ich richtig toll. So, dann würde ich sagen, wir kümmern uns jetzt um das letzte Kunstwerk in diesem Video. So, welcher Katzenfreund ist jetzt noch dran, fragt ihr euch? Wer ist als nächstes auf meiner Liste dran? Und glaubt mir, meine Liste ist nach wie vor ziemlich groß. Also bleibt geduldig, wenn ihr jetzt noch nicht dran gewesen seid. So, das ist auf jeden Fall ein guter Ort für das nächste Bauwerk. Birdu, was wollen wir denn als nächstes bauen? Ich habe ein tolles Bild, ein tolles Bauwerk von Fiona bekommen. Fiona hat meine bunte Pyramide gebaut, die ich richtig cool finde. Diese bunte Pyramide hat ein tolles Tor, eine Tür, die reinführt, und in der Pyramide gibt es Fackeln, um eben den Innenraum, den großen Innenraum der Pyramide zu erhellen. So, ich werde diese Pyramide jetzt so gut es geht von Fiona nachbauen. Nicht nur von Fiona, sondern auch für Fiona. Aber, liebe Fiona, weil ich hier im Dschungel nicht so viel Platz habe, mache ich das Ganze jetzt nur halb so breit. Aber trotzdem ist das dann auch ein Regenbogenhäuschen. Lass dich überraschen. Ich versuche das jetzt mal nachzubauen. Ich muss sagen, dein Regenbogenhaus finde ich richtig stark. Ich versuche mal, das Ganze so gut es geht nachzubauen, und ich fliege gerade, um ungefähr die Mitte zu treffen. So, ich nehme das mal als Mitte. Das ist auch automatisch der Bereich für die Tür und gleichzeitig aber auch die Mitte der Spitze unserer Pyramide. Mal sehen. So. Okay, das wird dann so breit in etwa. Wir machen das noch ein bisschen breiter auf beiden Seiten. Achtet bei dem Bau einer Pyramide immer darauf, dass alle Seiten gleich lang sind. So könnt ihr auf jeden Fall gewährleisten und es schaffen, dass ihr, naja, dass ihr eben eine gleichförmige Pyramide baut, die auch eine tolle Spitze besitzt. Und nicht weder zu kurz noch zu lang ist. So. Okay, weiter, weiter, weiter. Jetzt kommen die bunten Farben nämlich dazu. Wir haben lila, blau, rot, gelb und grün. Also genauer gesagt, alle Farben, die ein Regenbogen ebenso besitzt. So, also schön zusammenbauen, Birdo. Damit auch unsere liebe Fiona stolz auf uns sein kann und ihr das Bauwerk auch am Ende des Tages gefällt. So, das sieht doch schon mal auf dem ersten Blick ganz gut aus. Das Ganze füllen wir jetzt hier nach oben aus. Die obere Spitze ist übrigens 3 Blöcke breit, wie ich das auf dem Bild erkennen konnte. Einfach merken, ist auch echt schnell gemacht, denke ich. Mit der Spitze, also nicht die ganze Pyramide, sondern nur die Spitze. Aber wir bleiben dran und versuchen das so gut es geht hier fertig nachzubauen. So, Schritt für Schritt. So wird ein Schuh draus, da bin ich mir ziemlich sicher. So. Jetzt füllen wir das hier noch aus mit der Farbe Blau. Und dann haben wir es so gut es geht hier nachgebaut. Zumindest auf einer Seite. Ah, Moment mal, hier kommt noch Blau. Und jetzt kommt die nächste Farbe und das ist Gelb. Blau, Gelb, Rot und Grün. In der Reihenfolge wird die Pyramide hier gebaut.
So, Fiona hat das noch besser gemacht als ich, denn sie besitzt jeweils zwei Blöcke einer Farbe, denn sie hat sich ein größeres Regenbogenhaus gebaut. Ich baue jetzt ein etwas kleineres. Das ist eben das, was ich gerade am Anfang gemeint habe. Was nicht heißt, dass es besser aussieht, sondern weil ich heute viele Bauwerke hier in diesem Video zusammenbaue und ich nicht weiß, wow, wie schnell ich hier vorankomme. So, perfekt. Fiona, ich hoffe, das passt trotzdem so und du findest das gut, wie ich das hier nachbaue. Wie gesagt, alles identisch, nur ein Ticken kürzer. So, also dranbleiben. Soll ja am Ende auch gut aussehen, das Ganze hier. Weiter, weiter, weiter. Okay, jetzt brauche ich, wenn ich das so richtig auf dem Bild erkenne, die nächste Farbe. Beziehungsweise, was heißt nächste Farbe? Jetzt brauche ich noch lila und ja, an sich passt das. Jetzt müssen wir auf jeden Fall noch hier die Seite schließen. Und anschließend müssen wir noch die Fackeln in das Regenbogenhaus einsetzen. Damit es da drin auch schön warm, kuschelig und vor allem hell wird. Denn im Moment kann man ja nichts sehen. Also, wenn ihr mich fragt, ist das nicht gerade vorteilhaft, wenn man nichts sehen kann? Also schön alles ausfüllen. Dupidai, dupidai, dai, dai. Sehr gut. Das Regenbogenhaus, beziehungsweise nicht Regenbogenhaus, sondern die bunte Pyramide. So lautet der Titel von unserem tollen Bauwerk. Ja, ihr seht schon, normalerweise würde man hier drin jetzt noch die anderen Farben sehen. Aber dadurch, dass ich das etwas flacher gebaut habe, sieht man jetzt auch nur die Farben. So. Gleich haben wir das fertig gebaut. Wir füllen das hier noch aus. Sehr gut. Und das Ganze hier unten auch noch. Oh. Na hoppla. Das sollte natürlich auch oben sitzen. So, aber das kriegen wir gleich hin. Gleich ist das hier fertig. So. Tada! Das ist das Haus von Fiona. Die bunte Pyramide. Tada! Ui, warum werfe ich die Fackel da auf den Boden? Achtung! So, Fiona, ich hoffe, dein Haus gefällt dir und ich habe das so gut es geht und originalgetreu nachgebaut. Das ist ein toller kleiner Unterschlupf hier mitten im Dschungel. Also, da muss man schon sagen, etwas ganz Besonderes. Entworfen von, das ist natürlich auch wichtig, hier das tolle große Schild. So, Moment. Entworfen von Katze Freund Fiona. Liebe Fiona, danke für das tolle Bild. Danke für deine tolle, bunte Pyramide. Danke aber auch nochmal an Rachel für den Tausendfüßler sowie an Lennox und Mike für eure tolle Kunstwerke, für eure Bauwerke. Ihr habt es echt, echt klasse gemacht. Eine tolle Folge mit euch. Vielen lieben Dank euch. So, mehr liebevolle und kindgerechte Abenteuer für die ganze Familie findet ihr auf www.kinderkatze.de, eine Webseite, wo ihr ungestört kindgerechte Videos anschauen könnt. Na dann, bleibt katztastisch!